Herzlich willkommen zu Sallys Welt. Ich bin ja gerade voll im Putzfimmel und möchte einfach das Haus auf Vordermann bringen. Frühjahrsputz ist angesagt. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr schnell und einfach euer Badezimmer sauber bekommt. Ein paar Tipps und Tricks zur Abflussreinigung und natürlich auch Tipps und Tricks zur Reinigerselberherstellung. Sagt man das so? Ich glaube schon. Denn ihr braucht wirklich nicht viele Reiniger zu Hause. Ihr braucht wirklich nur einen ganz, ganz kleinen Schrank, einen kleinen Vorrat und könnt euch so viel Geld sparen, viel Zeit sparen und viel Platz sparen. Los geht's jetzt bei mir, denn ich werde jetzt zuerst einmal die Schränke innen ausräumen, ausmisten. Und da gibt es auch den ganz einfachen Trick, lagert einfach nicht zu viel, verbraucht eure Produkte auf, bevor ihr neue aufmacht. Das gilt gerade bei Shampoo, bei Cremes, dass ihr einfach nicht so viel rumstehen habt im Badezimmer und kauft wirklich nur Sachen, die ihr braucht und die ihr verwendet. Also ich fange jetzt hier an. Wir sind hier bei uns im Elternbad, also Murat und mein Badezimmer. Die Kinder haben ein eigenes, aber die haben eigentlich kaum noch Sachen, die sie brauchen. Die sind ja erst 9 und 4, von daher haben die gerade ein bisschen Körperpflege und das war's. Und ich starte jetzt hier vorne und dann eben am Waschbecken. Ausräumen, ausmisten, auswaschen. Ich benutze jetzt dafür meinen Allzweckreiniger. Den habe ich selber hergestellt. Das findet ihr auch in einem anderen Video, das Rezept. Super einfach und vor allem ganz natürlich und eben trotzdem stark genug, um alles sauber und rein zu bekommen. Ich fange jetzt hier bei mir von oben nach unten an. Also erstmal hier diesen Schrank. Den nutze eigentlich größtenteils ich. Also der Murat hat hier kaum was drin. Und ich habe hier natürlich auch Dinge, die im Alltag so liegen bleiben, anfallen. Die räume ich dann halt weg. Hier habe ich eine Box. Da lagere ich jetzt alles, was ich aussortiere, was nicht hier ins Bad gehört, aber was nicht weggeschmissen wird. Das sortiere ich dann später woanders ein, zum Beispiel so alte Kosmetiktüten. Die benutze ich dann, wenn ich was weiter verschenke. Und hier habe ich aber auch noch an meinem Putzcaddy eine Mülltüte für Dinge, die eben sofort entsorgt werden, also leere Schachteln. Ich glaube, bei Murat werde ich da ziemlich fündig. Und einfach Dinge, die man nicht mehr so braucht. Hier bei mir seht ihr zum Beispiel, ich habe immer nur ein Parfüm, was ich aktuell benutze und habe deswegen auch nur eine Parfümflasche rumstehen. Ich zeige euch gleich bei Murat das Gegenteil. Murat hat nämlich immer tausende Sachen rumstehen, aber ich finde, wenn man eben nur eins benutzt und ich bin eher so der Typ, ein Duft, der mir eben steht und der zu mir passt und alles andere. Ich habe natürlich auch Parfüm im Vorrat, das habe ich dann bei uns in der Vorratskammer. Wenn ihr aber alles im Badezimmer lagern müsst, weil ihr eben keine Vorratskammer habt, dann würde ich einfach nicht zu viel kaufen auf Vorrat. Also habt wirklich immer nur ein, zwei da. Das könnt ihr dann hinten dran lagern, die Dinge, die im Vorrat sind, die offenen weiter vorne. Und dann steht das Bad eben nicht so voll und ihr habt es eben auch schön sauber. Hier meine Kosmetikpinsel, die kann ich auch gleich auswaschen. Die nehme ich schon mal raus, zumindest die, die ich gebraucht habe. Denn ich reinige die in wirklich regelmäßigen Abständen. Ich zeige euch auch gleich wie. Alle anderen sind noch frisch. Und hier räume ich dann auch immer mal wieder alles schön raus. Kann hier mein Werkzeugrondell auch sauber machen, denn es wird auch ziemlich schmutzig innen. Da nehme ich jetzt einfach ein bisschen Wasser und reibe es dann aber schön trocken. Und hier habe ich alles so nach Kategorie sortiert. Also Concealer mit Concealerpinsel und alles in der Reihenfolge, wie ich es eben auch beim Schminken dann brauche. Hier habe ich meine Pinsel und die reinige ich dann immer so. Ich habe hier im Handwaschmittel einfach eine pH-hautneutrale Seife. Damit kann ich mir auch mein Gesicht reinigen. Nehme ich einfach ein bisschen was in die Hand und kreise den Pinsel in der Hand, wie als würde ich Farbe aufnehmen, wie bei einer Wasserfarbe. So Wasserfarbkasten, bisschen Wasser dran. Und das ist jetzt zum Beispiel mein Concealerpinsel, da ist jetzt ein bisschen mehr Farbe drin. Das muss ich dann zweimal ungefähr machen, zwischendurch mal auswaschen. Und wenn ihr mal wirklich Farbe habt, die nicht rausgehen will, gibt es auch spezielle Pinselreiniger. Die habe ich jetzt einfach beim DM geholt. Damit sprühst du sie ein. Geht auch mal kurz so zwischendurch für die schnelle Pinselreinigung.
Und damit kriege ich dann immer so alle Reste noch raus. Dann nehme ich mein Handtuch und lasse die Pinsel schön im Liegen trocknen, damit das Wasser nicht hier unten in den Stiel reinfließt. Am besten wäre sogar so zu trocknen, wenn ihr so einen Pinselaufhänger habt. Ansonsten einfach im Liegen trocknen. Pinsel lasse ich jetzt einfach 24 Stunden trocknen und räume sie dann später dazu. So, jetzt kann ich hier auch wieder alles reinräumen. Mein Parfüm. Und hier habe ich einfach nur noch mein Haarspray. Und die Dose, das ist eigentlich eine Dose für unterwegs, die räume ich, glaube ich, zu meinen Kleidern. Zu meinen Reisetaschen, weil da kommt dann immer Schmuck rein, wenn ich unterwegs bin. Und dann habe ich es praktisch verpackt. Regal Nummer 1 ist fertig. Jetzt geht es direkt unten drunter weiter. Und hier arbeite ich einfach mit so einem Boxsystem. Also ich habe hier ganz viele Regale. Das Regal haben wir einfach selber gebaut mit dem Alex zusammen. Und ich habe ziemlich flache Regale, sodass ich wirklich immer gut drankomme. So ist alles immer schön ordentlich. Ich habe hier oben zum Beispiel den Föhn drin und Glätteisen. Und kann jetzt auch alles ganz einfach auswischen. Und wenn ihr solche Boxen habt, dann geht alles super schnell. Und es ist alles ordentlich. Hier kann ich jetzt gleich die Tür innen und außen auswischen und abwischen. Und dann ist der Schrank fertig. Und es hat jetzt hier keine 10 Minuten gedauert. Dann geht es jetzt hier unten weiter mit meinem Schrank. Da ist im Prinzip alles ganz gut sortiert, weil ich hier auch echt immer eine gute Ordnung halte. Ich habe hier auch viele Kisten, die ich dann eben einfach rausnehmen kann. Und kann jetzt hier aber nochmal über alle Produkte drüber gucken. Wobei ich das echt immer regelmäßig mache. Also wenn ich hier abends Zähne putze und morgens, dann gucke ich immer, was brauche ich nicht und habe echt nur wichtige Sachen bei mir drin. Und alles andere kann eigentlich weg oder in den Vorratsschrank. Gut, hier habe ich so eine Box für Dinge, die ich gerade nicht sofort wegräumen will. Schmuck zum Beispiel oder mal einen Lippenstift oder eine Halskette und Dinge, die ich einfach öfter trage. Das ist halt ein kleines Durcheinander, aber das kann ich jetzt auch kurz wegsortieren. Das hier sind übrigens so Organizer, die gibt es in jeder Drogerie, also in verschiedenen Größen. Und da habe ich mir einfach mal angeguckt, was ich so brauchen könnte. Ist noch nicht optimal, vielleicht finde ich auch mal einen Organizer, der noch besser zu mir passt. Zu meinen Lippenstiften. aber ja, momentan tut es seinen Zweck. Da ist immer alles drin, was ich so für jeden Tag brauche. Also ich brauche nicht jeden Tag so viele Lippenstifte, aber ihr wisst, was ich meine, oder? Weißt du, was ich meine, Josh? Okay. So, blitzeblank wieder. Hier mache ich jetzt meine Haarprodukte rein, die ich übrigens auch nicht mehr alle brauche. Seht ihr das hier? Das kommt jetzt in meinen Vorrat. Ja. Mein Gesichtserfrischer. Ja, es ist wahrscheinlich nur Wasser in der Sprühflasche. A Refresher. Aber da ist bestimmt so ein bisschen Hyaluron und so drin. Ja. Und irgendwas, was deine Haut erfrischt. Aloe Vera. Dinge, die Frauen eben brauchen. Und hier habe ich so kleine Boxen für Haargummis und Haarspangen.
vielleicht doch mehr Dreck an, als man glaubt. Und hier habe ich jetzt noch so meine Haarspangen drin, meine Riesenhaargummis, Kamm und Bürste. Das war's. So, mein Schrank ist aufgeräumt. Ich zeige euch jetzt etwas, aber der nachfolgende Ausschnitt, die nächsten 10 Sekunden, könnten euch wirklich schaden. Ich übernehme keine Haftung. Murats Schublade. Das meine ich übrigens mit: Habt lieber immer nur eins von jedem Produkt da und nicht so viele angefangene Produkte, denn man verliert dann schnell mal einen Überblick. Der Murat sammelt übrigens auch diese Hotelteile, die es dort dann als Geschenk gibt. Die nimmt er dann immer mit, der Schwabe. Ist ja auch ganz praktisch, ist ja ganz gut, ne? Die kriegt man ja da geschenkt. Aber die kann man zum Beispiel in eine Reiseschublade machen. Ich habe nämlich bei mir im Hauswirtschaftsraum einfach so eine Reiseschublade, wo ich die kleinen Teile drin habe. Und ansonsten sehe ich bei Murat einfach 3 verschiedene Deos, Colonia, also Desinfektionsmittel für die Hände, ganz viel Rasierer, ganz viele Rasierklingen. Das darf der gute Mann selber ausräumen. Ja, das befreit ihn nämlich. Das macht ihn dann glücklich, wenn er das selber macht. Okay, mit meinen Schränken bin ich jetzt also fertig. Ich habe da drüben noch eine kleine Kiste, das mache ich gleich. Da sind so unsere Badewannenzusätze und so drin. Jetzt gehe ich als nächstes direkt mal zum Abfluss, also Dusche, und zeige euch da, wie ich den Abfluss vorbereite, wie ihr ihn einwirken lassen könnt, damit, wenn er verstopft ist, eben schön frei wird. Jetzt geht es um eure Abflüsse. Ihr braucht keine teuren Rohrreiniger oder Abflussreiniger, sondern wirklich nur 2 Zutaten. Das ist zum einen die Zitronensäure und Natron. Das könnt ihr euch wirklich in großen Packs bestellen. Das ist ganz günstig, einfach im Haushalt lagern. Und ihr verzichtet wirklich komplett auf die ganze Chemiekeule, die es überall zu kaufen gibt. Ihr könnt damit die Dusche reinigen, also hier den Abfluss, Waschbecken, Abfluss, überall, wo was verstopft ist und nicht sauber ist, könnt ihr wirklich super damit reinigen. Ich nehme jetzt hier erstmal die Abdeckung weg. Die sollte man auch regelmäßig säubern. Wir machen das hier alle 2 Wochen sauber, weil gerade bei so großen Duschen, bei diesem Abfluss, bleibt halt echt gerne hier mal was hängen. Und das solltet ihr auch machen, ansonsten riecht es, es bilden sich Bakterien, es kann sich Schimmel bilden und daher wirklich, wirklich gut aufpassen. Jetzt im gleichen Teil Natron und Zitronensäure reingeben. Ich mache jetzt mal so 4 Esslöffel. Die Zitronensäure direkt hinterher. Man hört auch schon, wie es reagiert. Und hier jetzt noch direkt heißes Wasser dazugeben. Nicht zu viel, es soll ja nicht gleich weggespült werden, sondern einfach nur miteinander reagieren. Ihr könnt hier auch gerne Essig verwenden statt Zitronensäure. Allerdings ist Zitronensäure ein bisschen besser. Denn wenn ihr da Dichtungen habt, Gummi oder auch Kunststoffteile, dann greift Essig diese Teile gerne mal an. Zitronensäure ist zum einen geruchsneutraler und einfach ein bisschen schonender zu Gummi und Kunststoffteilen. Deswegen habe ich die 2 immer da und lasse es sich hier noch kurz einwirken und mache so lange an der anderen Stelle weiter. Als nächstes ist die Toilette dran. Die Toilette wird bei uns jeden Tag geputzt. Das mache ich einfach im Alltag. Ne? Wenn ich morgens auf die Toilette gehe, dann nehme ich sofort mein Desinfektionsmittel, mache die Toilette sauber. Und das, finde ich, gehört auch zum täglichen, also zum Alltag mit dazu. Was ich dann noch einmal die Woche mache, ist innen drin die Toilette putzen. Das mache ich jetzt hier mal. Und bei uns gibt es Cola eigentlich nie zum Trinken, sondern eher nur zum Putzen. Wenn ihr also eine Flasche Cola übrig habt, könnt ihr hier drinnen die Toilette immer ganz gut reinigen. Cola löst zum einen Kalk, Cola löst aber auch Rost, Urinstein und alles. Ich muss halt sagen, unsere Toiletten sehen eigentlich nicht so schmutzig aus, weil wir sie wirklich jede Woche grundreinigen, hier innen drin. Und dann nehme ich jetzt hier etwas Cola und Natron, denn beides reagiert auch ganz gut. Und ich stelle auch gleich immer unsere Bürste mit rein. Da haben wir eine Silikonbürste, weil alles andere ich irgendwie ziemlich unhygienisch finde. Die kriegt man noch schön sauber, kann sie auch immer schön jeden Tag desinfizieren. Und das zeige ich euch jetzt hier mal.
Und wenn ihr euch selber einen Toilettenreiniger machen wollt, mit dem ihr auch wirklich Urinstein, Kalk und Ablagerungen lösen könnt, dann braucht ihr im Prinzip nur ein Gefäß, wieder Natron und Zitronensäure und etwas Orangenöl. Das Orangenöl ist rein aus Orangenschalen hergestellt. Das ist mein Backöl. Ich habe jetzt einfach immer eins im Reinigerschrank und eins im Backschrank. Und das nehme ich dann einfach für den schönen Duft. Ihr nehmt jetzt hier Natron und Zitronensäure 1:1. Könnt ihr euch schön auf Vorrat herstellen und draufschreiben, dass es der WC-Reiniger ist. Hier jetzt schon das Orangenöl mit reingeben. Man kann hier das Pulver jetzt im Prinzip auch leicht mit Wasser benebeln und dann in Eiswürfelformen reindrücken, trocknen lassen, habt ihr Spültabs, also für das WC. Aber ich lasse es gerne im Glas, ich kann es so einfacher dosieren, mal mehr oder mal weniger nehmen, je nach Bedarf. Und das ist wirklich auch ein richtig toller Reiniger. Ich zeige euch hier den Toilettenreiniger mal. Ihr nehmt jetzt einfach heißes, kochendes Wasser, das kommt in die Toilette und dann vom Pulver einfach hinterher. Und dann geht es jetzt im Prinzip mit meiner Toilettenreinigung weiter wie jeden Tag. Entweder nehme ich einen Allzweckreiniger oder einfach Desinfektionsmittel, sprühe alles schön ein. Und ich nehme dann immer Toilettenpapier dafür, denn das kann ich dann einfach wegschmeißen und habe keine Tücher, die dann noch weitere Bakterien hier in der Gegend herumstreuen. Zuerst immer hier oben. Ich muss ja auch dazu sagen, dass wir beim täglichen Toilettengang nicht so viel Toilettenpapier benutzen müssen, denn wir haben Dusch-WCs. Hier unten kommt dann so ein Strahl Wasser raus, der dann Popo und andere Gliedteile sauber macht. Und ist mir auch wichtig, das zu erwähnen, denn gerade bei Kindern, Erwachsenen, da muss man halt mit Wasser sauber machen, ne? Gerade nach einem großen Geschäft. So wie Sarah gestern gesagt hat, wenn man irgendwie mal hier Hundekacke hat oder vom Vogel irgendwie angeschissen wurde, macht man sich ja auch nicht einfach mit dem Tuch weg, macht man auch mit Wasser weg und wäscht es weg. Und dafür brauchen wir eben beim täglichen Toilettengang nicht so viel Klopapier, aber dafür benutze ich halt Klopapier, um die Toilette sauber zu machen. Ja, also jetzt nicht denken, dass wir hier voll die Klopapierverbraucher sind, bei uns gleicht sich es dann wieder aus. Jetzt gehen wir Richtung Dusche. Wir haben bei der Dusche immer ziemlich wenig Kalkablagerungen, denn wir haben eine BWT-Anlage, also eine Entkalkungsanlage. Finde ich auch ganz praktisch, weil man wirklich weniger putzen muss. Was wir auch nicht haben, ist eine Glasdusche. Die hatten wir nämlich in der alten Wohnung. Und da war es halt echt immer so, da haben wir jeden Tag, wenn wir geduscht haben, immer das Glas abgezogen, damit es eben auch nicht schnell verkalkt. Aber natürlich muss man trotzdem die Armaturen immer wieder sauber machen. Und bei der täglichen Dusche nehme ich auch einfach mein Handtuch oder ein Tuch, was eben gerade da ist, und trockne dann alles ab. Das habe ich jetzt heute Morgen nicht gemacht, weil ich wusste, ich werde jetzt heute hier putzen. Hier bei den Duschköpfen, wenn die ganz stark verkalkt sind, könnt ihr hier auch Zitronensäure wieder verwenden, weil Zitronensäure den Kalk löst. Bei neueren Duschköpfen ist es sogar so, die haben hier diese Gummilippen. Und da kann man einfach, wenn sie trocken sind, mit dem Finger drüber. Und der Kalk löst sich dann von alleine ab. Natürlich muss man hier jetzt trotzdem, man sieht es auch ganz gut, noch mit Zitronensäure und Wasser drüber gehen. Da werde ich jetzt kurz noch mal ein bisschen Wasser erwärmen, mit Zitronensäure mischen und hier schön alles abreiben. Das Ganze mache ich dann auch hier an den Wänden, damit wirklich der ganze Kalk runtergewaschen wird. Und weil wir einen Dampfreiniger haben, nehme ich auch den Dampfreiniger. Gerade hier auch beim Abfluss, den kann ich jetzt übrigens mittlerweile auch schön sauber machen. Und dann ist die Dusche im Prinzip auch erledigt. Also einfach nur Zitronensäure und das war's. So leichte Verschmutzungen und Verkalkungen lösen sich so echt wirklich super. Und wenn es doch nicht weggeht, weil es schon länger verkalkt ist, gebt ihr einfach noch ein bisschen Zitronensäure drauf, lasst es einwecken und dann lässt sich es auch gut wegwischen.
Hier ist jetzt erstmal alles sauber. Der Schwamm hat ausgedehnt, den entsorge ich jetzt. Und jetzt hole ich einfach nur einen Wischmopp. Ich kann nochmal mit Zitronensäurewasser hier die Fliesen sauber machen. Könnt ihr machen, wenn sie sehr verkalkt sind. Ich mache es mir jetzt ein bisschen einfacher und nehme den Dampfreiniger. Mit dem Dampfreiniger komme ich auch hier an Stellen dran, die ich jetzt mit dem Schwamm nicht so erreiche. Und das mache ich halt auch regelmäßig, weil ich so alle Ecken und Kanten noch ausputzen kann und kann hier sogar noch in den Abfluss reindampfen. Und dann ist auch alles bakterienfrei, denn der Dampfreiniger tötet durch den heißen Dampf eben auch 99,99% aller Bakterien. Und dann ist alles wieder sauber und rein. Sind alle Wandfliesen geputzt. Jetzt geht es noch an die restlichen Oberflächen, das heißt für mich Spiegel, ganz zum Schluss erst das Waschbecken, hier noch die Oberflächen, die Fenster, das mache ich eben mal schnell und ja, dann haben wir es bald geschafft. Die Badewanne ist bei uns nicht jeden Tag im Einsatz, daher ist sie auch nicht wirklich verkalkt, denn nach der Benutzung reibe ich sie immer gleich aus. Aber was natürlich bei der Badewanne passiert, sie staubt schnell ein. Das heißt, die kann ich dann auch einmal kurz ausreiben. Das mache ich so einmal die Woche ungefähr. Jeden Tag muss ich das auch nicht machen. Und dann ist die Badewanne auch schön sauber. Und wenn sie doch verkalkt ist, dann auch wie bei der Dusche einfach etwas Zitronensäure verwenden und alle kalkigen Stellen sauber machen. Hier an den Fenstern haben wir Plissés dran, einfach als Sichtschutz, dass von drüben keiner reingucken kann. Die reinige ich jetzt einfach so, nehme einen Staubwedel. Ein feuchtes Tuch geht aber auch. Ich meine, unsere sind jetzt nicht schmutzig, die sind jetzt nur ein bisschen staubig. Das war's schon. Und dann kann ich jetzt hier schön von innen und außen die Fenster putzen. Erstmal die Rahmen, dann die Fenster innen und dann eben außen. Zugeben, seit dem letzten Frühjahr haben wir hier das Fenster nicht mehr geputzt, glaube ich. So sieht es nämlich aus. Aber man sieht es halt nicht, die Plissés sind davor. Okay, hier innen muss ich jetzt dämpfen, das sieht katastrophal aus. Jetzt noch alle übrigen Oberflächen wischen. Ach komm, Josh, Putzen macht schon glücklich, oder? Auf jeden Fall. Okay. So, dann haben wir eine kurze Pause. Und dann geht's an die Waschbecken und an den Boden. Und dann bin ich fertig. Gestärkt vom Mittagessen geht's jetzt weiter. Ich werde jetzt hier noch alles, was hier staubig ist, abstauben. Das heißt, die Leisten, die Steckdosen. Hier bei uns wäre es noch diese Wand. Geht jetzt auch ganz fix.
Dann bin ich jetzt hier am Waschbecken. Da nehme ich jetzt wieder meine Natron-Essig-Mischung. Einmal für den Abfluss. Und auch hier für den Kalk richtig schön Zitronensäure. Und da mache ich es jetzt so, ich habe hier nochmal Wasser aufgekocht. Der Wasserkocher muss sowieso auch gerade entkalkt werden. Das heißt, hier gebe ich jetzt reine Zitronensäure rein. So kann ich den Wasserkocher entkalken und mit dem Zitronenwasser oder Zitronensäurewasser dann eben hier noch schön alles sauber bekommen. Bei starken Verkalkungen und Verschmutzungen könnt ihr jetzt wieder Zitronensäure nehmen, hier an den Rand geben, kurz einwirken lassen und dann wegspülen. In dem Becher haben wir unsere Zahnbürsten drin und den muss ich natürlich auch immer wieder im Alltag ausspülen, ansonsten hat man da unten ganz viel Schmiere drin. Hier gebe ich jetzt auch das Zitronensäurewasser rein. Und dann stelle ich da auch gleich unsere Zahnbürsten rein, denn die sind ja auch gerne mal verunreinigt. Die Köpfe, die wechsle ich jetzt sowieso, die kommen gleich weg. Und gerade hier kann man das schön mal hier reintauchen und dann schön sauber machen. Und auch alle anderen Teile, die gerne mal verkalken, könnt ihr mit dem Zitronensäurewasser sauber bekommen. Die vorletzte Tätigkeit ist jetzt das Saugen. Immer schön von hinten nach vorne. Also vom hinteren Raum in den vorderen. Jetzt bin ich am Ziel angekommen. Der letzte Schritt ist jetzt Bodenwischen. Meistens nehme ich im Alltag dafür einfach etwas Schmierseife. Da könnt ihr euch gerne in meinem Reiniger-Video anschauen, wie ich meinen Bodenreiniger zusammenmische. Jetzt, weil ich wirklich gerade viele Verschmutzungen habe, nehme ich den Dampfreiniger, damit alles wieder schön sauber und rein ist. Und danach gibt es noch ein paar Tipps und Tricks, wie euer Bad auch im Alltag richtig schön sauber bleibt. Frühjahrsputz im Bad ist bald fertig. Den Mülleimer habe ich jetzt auch schon sauber gemacht. Und damit der immer gut riecht, nehmt ihr einfach auch Orangenöl, gebt es auf etwas Toilettenpapier und das lege ich jetzt hier direkt unten in den Eimer rein. Und dann riecht es immer lecker nach Orange, wenn sich der Eimer öffnet. Hier kommt jetzt wieder mein Kosmetikeimerbeutel rein und die restlichen Beutel, die kommen auch einfach hier unten mit rein. So habt ihr immer eine Tüte direkt im Anschluss da, wenn der volle Müllbeutel weggebracht wird. Menschen mit langen Haaren werden wissen, wovon ich jetzt spreche. Wenn ich hier dusche und meine Haare schamponiere, wasche ich sie aus, danach kommt noch ein bisschen Spülung rein oder Haarkur. Und dann kommt es oft vor, dass meine Haare einfach ziemlich ausfallen. Und bevor ich sie dann hier unten einfach in den Abfluss gießen lasse, sammle ich sie. Also ich kämme meine Haare immer so ein bisschen mit den Fingern durch. Ich sammle die Haare, knote sie zusammen, lege sie dann an den Rand und schmeiße sie dann eben nach der Dusche einfach in den Mülleimer. So verstopft der Abfluss nicht so schnell und man spart sich eben auch enorm viel Zeit. Und das kann man wirklich täglich bei der Dusche einfach beachten. Am Waschbecken und in der Dusche habe ich immer ein Mikrofasertuch liegen. So kann ich jeden Tag nach dem Zähneputzen, nach dem Händewaschen einfach kurz drüber reiben. So könnt ihr im Alltag nämlich wirklich alles schön sauber halten. Entweder legt ihr es direkt dazu oder ihr versteckt so ein bisschen, wenn das Tuch nicht ganz so schön ist. Und am besten ist es aber wirklich, wenn ihr könnt,
baut euch eine BWT-Anlage ein, also eine Enthärtungsanlage. So habt ihr schon von Grund auf kalkfreieres Wasser und es entstehen erst gar nicht so viele Kalkflecken. Abends oder morgens nach dem Zähneputzen nutze ich übrigens auch gerne mal die Zeit, um auszumisten und Dinge wegzuräumen, die hier nicht reingehören. Also wenn ihr sowieso gerade nur rumsteht und Zähne putzt und euch im Bad bewegt, dann räumt einfach schon mal alles weg, alle Kleider, die ihr nicht mehr braucht, lasst nichts herumliegen und dann bleibt euer Bad auch im Alltag immer schön sauber. Also ich würde sagen, im Alltag putze ich wirklich schon relativ viel, so während ich mich fertig mache. Und wenn ich dann meinen wöchentlichen Bartputz mache, brauche ich ungefähr eine Dreiviertelstunde bis Stunde. Die Fenster habe ich ja jetzt nicht jedes Mal dabei oder auch die Fliesen an der Wand. Von daher geht es wirklich super schnell. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Du gehst jetzt auch deinen Bart putzen, ha? Ja. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Und Mama hat jetzt Feierabend. Tschüss. Oh, tschüss.